Ein weiterer Test des Model X. Die Top-Funktion des Model X habt ihr schon in einem Video gesehen. Wie, was, noch nicht gesehen? Ja, dann schnell hier rechts oben in die Infokarte mal reinschauen oder unten im Beschreibungstext oder allgemein mal hier auf dem Kanal schauen. Ich habe neben mir Robin. Hallo Robin. Hi Robin, das muss ja ein geiler Kerl sein, oder? Mit diesem Namen, es kann ja gar nicht anders sein. Wir haben, wie gesagt, für euch schon einen Erfahrungsbericht rausgehauen. Wir haben schon die Top-Funktion des Model X rausgehauen. Aber wir sind ja schonungslos ehrlich, würde ich sagen. Wir sagen euch auch die Flop-Funktion, also was eben nicht so gut ist am Model X. Grundsätzlich, schaut euch das mal an, ist das schon ein geiles Gefährt. Ja? Also es ist so ein SUV mit diesen Flügeltüren, hat hier vorne so als Facelift schon diesen schönen, ne, ohne Kühlergrill und so, braucht ja so ein Elektroauto nicht mehr. Hatte das Model X auch nie. Und du bist jetzt aber wirklich gnadenlos. Ich habe ja noch keine Erfahrung mit dem Model X. Robin hat aber schon ein gutes Jahr Erfahrung mit dem Model X und kann uns deswegen jetzt mal schonungslos erzählen, oder? Auf jeden Fall. Dann los geht's. Vorsicht! Was machst du denn? Ich zeig dir eine Flop-Funktion. Es gibt nicht so viele Robins auf dieser Welt. Wir müssen überleben. Was heißt das? Was ist denn mit dem? Weil es sieht ja schon gefährlich aus, ne? Wenn die so raus und rein klappt. Er hat innen keine Sensoren. Das heißt, er hält erst an, wenn er mal wo dagegen geknallt ist. Und außen hat er zwar Sensoren, aber die funktionieren nicht immer wahnsinnig zuverlässig. Okay. Und natürlich ganz grundsätzlich hat man ein Platzproblem. Das sieht man vielleicht, wenn man hier von der Seite mal guckt. Die Tür geht ganz schön weit raus. Ja. Sie schwenkt zwar eng, aber ich sag mal, wenn jetzt ein Auto näher als die Linie hier stehen würde, dann würde die nicht mehr aufgehen. Also das heißt, wenn jetzt hier so ein Auto steht? Ja. Geht das? Können wir machen. Ich habe Angst. Die wird dich wahrscheinlich streifen. Ja. Sie bleibt dann stehen, aber dann kommt man halt nur noch so rein. Und dann ist irgendwie der ganze Vorteil von dieser Tür kaputt, oder? Genau. Passiert das häufig? Im Parkhaus, Tiefgarage so. Aber also es ist nicht wahnsinnig tragisch, aber es ist halt was ärgerlich ist natürlich. Und kann man mit den Flügeltüren die auch so einstellen, dass der auch wegfliegt? Ja, gut. Kann man, aber man muss auf die Abfluggeschwindigkeit kommen. Okay, wir machen mal schnell weiter. Robin? Robin? Wo bist du denn? Ich war im toten Winkel. Das ist eine weitere der Flop-Funktionen des Model X. Ihr seht hier diese gigantische C-Säule mit diesem Mini-Schießschattenfenster. Nach hinten rausgucken ist einfach nicht. Was heißt nach hinten rausgucken ist nicht? Aber du kannst schon normal einen Rückspiegel hinten. Man kann in den Rückspiegel gucken, aber gerade wenn man beim Parken halt mal doch lieber auch nicht nur Kamera oder Spiegel, sondern wirklich hinten rausgucken will, für die, die das altmodisch gewohnt sind, ist das dann nicht so angenehm, weil man eben hier das da hinten wirklich gar nicht im Blick hat. Gab es da schon mal Probleme, dass du da mal irgendwo rangekratzt bist oder sowas? Bei mir Gott sei Dank nicht, aber ich weiß von Tesla, die Probefahrten gemacht haben, wo oft genug dadurch natürlich was passiert ist. Okay, also da muss man sich dann wirklich auf die Sensoren vertrauen. Genau. Und da muss man vor allem auf die Sensoren hören und nicht die Warnmeldungen abschalten. Okay, da habe ich schon so einen gewissen Unmut rausgehört. Wir machen mal schnell weiter. So, da sieht man es. Da haben wir die niedrigeren, in Anführungsstrichen, Verbrauchswerte, was 221 Wattstunden pro Kilometer. Mhm. Habe ich das richtig gesagt? Ja, doch, ja. Und da hat man auch gleich mal die unterschiedliche Größe von den verschiedenen Autos gesehen. Genau. Und das war gerade das Model S. Jetzt schauen wir mal beim Model X rein. Was hat der für Verbrauchswerte? Da habe ich einen Zähler eingerichtet. Für mich, seit ich von Stuttgart hierher gekommen bin, sind es 296 Wattstunden. Mhm. Das heißt, deutlich mehr als bei dir. Da kommt zum einen natürlich die Geschwindigkeit dazu. Mhm. Wenn ich auf der Autobahn fahre, im Vergleich zu dir wahrscheinlich viel in der Stadt in Berlin. Ich fahre ja immer total langsam und vorausschauend und vorsichtig. Aber der Hauptfaktor ist tatsächlich einfach der höhere Luftwiderstand, dadurch, dass er eben deutlich höher ist. Er ist um die 200 Kilo schwerer oder so und das schlägt sich eben einfach im Verbrauch deutlich nieder. Okay, das heißt also mit dem Model X hat man trotz gleich großem Akku eine nicht ganz so hohe Reichweite wie beim Model S. Genau. Obwohl sie immer noch groß ist. Ja. Das muss man. Es ist Jammern auf hohem Niveau. Genau. Robin, die Robins, immer nur am Arbeiten, ja. Hallo. Du machst das gerne mal, oder? Am Supercharger stehen und dann mal arbeiten, ist ja eigentlich auch ganz cool. Ja, das ist grundsätzlich, sitzt man hier hinten ja wirklich gut, hat viel Platz. Mhm. Aber was ein bisschen schade ist, es fehlt hier ein Ausklapptischchen oder vorne irgendwas,
oder grundsätzlich hier hinten Ablagemöglichkeiten. Du siehst, ich habe meinen Computer hier auf dem Schoß. Mhm. Ich habe nichts wirklich, was mich hier hinten beim Arbeiten unterstützt. Das ist ein bisschen schade. Also zum Beispiel hier so ein Tisch, den genau, man aufklappen kann. Dass, dass der Laptop hier besser steht oder auch, dass ich hier drüben irgendwas abstellen kann oder so. Das fehlt, das ist einfach nur eine ganz normale Bank. Das passt auch irgendwie nicht zu der Preisklasse von dem Auto. Ja, also, lieber Elon Musk, unbedingt verbessern, ja? Habe ich mich da jetzt etwa blöd hingestellt? Ich glaube, das reicht nicht. Das können wir vergessen. Ja, das ist halt einfach. Der ist halt einfach deutlich zu breit. Der ist einfach zu breit. Oder der, ich weiß auch nicht, der Typ da drüben, der hat einfach schlecht geparkt. Der hat irgendjemand blöd geparkt. Okay, na gut, okay, muss mal ein bisschen demonstrieren, um das mal zu zeigen. Das heißt, das ist also, passiert dir das öfters, dass du dann in Parklücken nicht reinkommst? Ja, also gerade natürlich, wenn man in der Stadt unterwegs ist, da ist dann nicht nur die Breite, da ist es auch die Breite mit in die Straße reinragen, aber natürlich auch die Länge. Da wird es dann einfach schwierig, das Auto noch verparkt zu kriegen. Mhm. Guck mal hier auf die Seite rüber, da sieht man es auch nochmal gut. Lieber Kameramann, ja, ich spreche mit meinem Kameramann, mit dem kann man reden. Ist noch kein Roboter. Die Betonung liegt auf noch. Okay, ja, das ist natürlich, das habe ich auch gemerkt, ne? In der Stadt ist das schon mit diesem riesen Auto, dann kommst du in so Lücken nicht rein. Das ist, glaube ich, auch, liegt das daran, dass die für den amerikanischen Markt eigentlich gemacht sind von der Spurbreite? Ja. Das sind die deutschen Parklücken einfach zu klein. Genau. Und es ist natürlich auch eigentlich nicht ökologisch, mit sowas in der Stadt rumzufahren, wenn man so viel Fläche verbraucht. Guck mal. So was hat er jetzt auch noch gesagt. Ja, aber ihr seht, also wir sind einfach schonungslos. Wir haben euch jetzt mal ein bisschen vorgeführt. Robins Erfahrungen mit dem Model X. Was ist eben auch nicht so gut? Macht euch selber einen Eindruck. Wenn ihr jetzt auch noch mal die Top-Funktionen hören wollt und sehen wollt, dann schaut doch mal rechts oben in den Infokarten. Es gibt auch noch mal einen Erfahrungsbericht. Da reden wir so ein bisschen allgemein. Mal so ein bisschen, was ist denn gut am Model X? Vielleicht auch, wie es im Vergleich zum Model S ist. Ja, das sind ja so die zwei Autos von Tesla, die im Moment noch kennt. Bevor dann das Model 3 als nächstes kommt, das wird dann ausführlich noch mal durch die Mangel nehmen, das ist ja ganz klar. Und wenn ihr jetzt noch mal, natürlich, ich weiß, jetzt schreien ganz viele von euch, das fehlt, wir haben natürlich alles falsch gemacht. Ergänzt es doch einfach. Das ist ja so, das ist mal so Robins, ne, Flop-Funktion und deine Flop-Funktion kannst du gerne auch unten in den Beschreibungstext hauen, in die Kommentare meine ich natürlich. Unterhalb des Videos sind Kommentare, lasst euch da aus, fügt noch mal hinzu, was hat euch denn nicht so gut gefallen, was ist denn eine Kritik? Das ist ja ganz wichtig, dass wir uns mit dem Thema kritisch auseinandersetzen. Ansonsten würde ich sagen, ich finde, du hast bisher deinen Job echt gut gemacht. Robin TV, Übernahme dann in 10 Jahren? Können wir drüber reden. Ich denke, die Mitarbeiter rumkommandieren kann ich genauso. Unverschämt. Also jetzt mache ich lieber Schluss, bevor ich wirklich abgesetzt werde. Und ihr schaltet in Zukunft wieder ein, Abo-Knopf drücken. Ansonsten freue ich mich auf ein weiteres Video. Also, danke Robin. Gerne Robin. Tschüss.